In Staffel 14 drehte sich alles um das Traumpaar Alicia und Viktor. Viktor trifft am Fürstenhof erstmals seit langem auf seinen Vater Christoph und seinen Bruder Boris. Dabei verliebt er sich in Alicia, die Verlobte seines Vaters. Er beschützt sogar Alicia, als diese von seinem ehemaligen Kumpel mit einer Waffe bedroht wird. Trotzdem bleibt sie bei Christoph, doch Viktor will sie durch einen Kuss überzeugen. Dieser wird von Beatrice angesehen, die Alicia mit ihrem Wissen erpressen will. Kurz darauf wird Beatrice von Susanne erschlagen. Da niemand weiß, wer für ihren Tod verantwortlich ist, vermutet Alicia, dass es Christoph war, weil er von ihrem Lippenbekenntnis erfahren hat. Deshalb gesteht Viktor seinem Vater den Kuss, er will Alicia vor seiner Rache schützen. Da Alicia weiterhin bei Christoph bleibt, kommt Viktor mit Jessica zusammen. Die Bewohner des Fürstenhofs freuen sich über eine Rückkehr. Robert und Eva reisen wegen Valentina an. Kurz darauf erschüttert eine schlimme Diagnose die Familie. Valentina hat Leukämie und ihr geht es sehr schlecht. Später bekommt sie eine Knochenmarkspende von ihrem Halbbruder Joshua. Des Mordes an Beatrice wird unterdessen Charlotte verdächtigt, die sogar verhaftet wird. Plötzlich gesteht Susanne den Mord an Beatrice und als die Saalfels die Polizei rufen wollen, nimmt sie Alicia als Geisel. Viktor und Boris wollen sie retten. Dabei wird Boris lebensgefährlich verletzt. Charlotte wird freigelassen und verlässt endgültig den Fürstenhof. Bald darauf kommt Xenia an den Fürstenhof und entpuppt sich als Mutter von Viktor und Boris. Sie hat die Familie damals verlassen, da sie von Christoph mit einem Mord erpresst wurde, den sie begangen haben soll. Nach ihrer Ankunft geben sich Alicia und Christoph das Ja-Wort. Das passt Xenia so gar nicht, da sie Christoph noch liebt. Außerdem findet sie heraus, dass sie gar keinen Mord begangen hat und Christoph sie zu Unrecht vertrieben hat. Als Alicia davon erfährt, trennt sie sich von ihrem Mann und kommt mit Viktor zusammen. Währenddessen hat Jessica eine Affäre mit Paul und wird schwanger. Sie jubelt das Kind allerdings Viktor unter. Auch Alicia ist von Christoph schwanger und kommt erneut mit ihm zusammen, um dem Baby eine Familie zu bieten. Xenia hat die perfekte Gelegenheit für ihre Rache. Sie verabreicht Alicia ein Abtreibungsmittel, sodass diese ihr Kind verliert. Später haben Alicia und Viktor eine Affäre und werden von Christoph erwischt. Daraufhin erpresst er Alicia, damit sie wieder mit ihm zusammenkommt. Als Viktor davon erfährt und sich gemeinsam mit Alicia dagegen wehren will, sorgt Christoph dafür, dass er einen schweren Reitunfall erleidet. Auch gegen seinen Sohn Boris richtet sich Christoph, als dieser erfährt, dass er schwul ist. Christoph will Alicia auf eine Reise mitnehmen, doch durch einen Trick kann sie das verhindern. Daraufhin betäubt Christoph sie. Als sie unter dem Einfluss des Medikaments mit dem Auto fährt, baut sie einen Unfall. Alle halten sie für tot, bis ihr Pferd sie findet. Christoph entführt sie, als er von ihrem Überleben erfährt. Sein Sohn Viktor will seine Traumfrau befreien und kämpft mit seinem Vater, der dabei einen Herzstillstand erleidet. Er wird von dem Paar gerettet und sieht schließlich ein, dass er nicht gegen ihre Liebe ankommt. Deshalb können Viktor und Alicia endlich heiraten und gemeinsam nach Wachau ziehen.